von Steffi Bergmann. Und Rostock immer noch in Überzahl. Immer noch ohne Tor. Ganz im Gegenteil, sie haben das Gegentor gekriegt. Und aber hinter sich. Kann einer rein. Schwerin jetzt auch wieder voll Unterzahlspiel. Verloren mit 1:0. Kann man Unterzahl schlechter spielen? Eigentlich, wenn du es so nimmst, manchmal spielt man sogar besser in Unterzahl, als wenn du mit 6 Leuten auf dem Feld stehst. Ist bei die meisten Mannschaften ist das so. Also da hast du echt, wenn du mit 5 Mann, musst du ja was machen. Hast du ja auch mehr im Angriff mehr Motivation, da wirklich mal drauf zu gehen. Also in Unterzahl spielen manche Mannschaften echt besser, als wenn sie 6 Leute auf dem Feld haben. Das ist so. Ja, zumindest war Schwerin erfolgreich. 1:0 gewonnen, die Unterzahl. Sieht nicht mehr so aus, als würden sich die Butter noch vom Bund nehmen lassen von diesen Rostockerinnen. Nee, also jetzt ist es, sag ich mal, eine andere Mannschaft als im ersten Spiel. Jetzt spielen sie auch und sie treffen ja auch das Tor, wie man sieht, ne? Bei dem Stand von 19:8, ne? 19:8. Ja. Ja, das sieht deutlich besser aus. Wir haben auch die Frage schon gehört vom Trainer, warum wir im ersten Spiel nicht so gespielt haben. Das hätte ein spannendes Spiel werden können zwischen Grün-Weiß und dem VfL Bad Schwartau. Die werden das Turnier doch relativ deutlich gewonnen mit 8 und 10 Toren Vorsprung. Ja, du weißt ja, wir waren uns ja beide einig, woran es lag, ne? Und jetzt gibt es noch 2 Minuten für die Nummer 8 im Trikot des Rostocker HC, Luisa Düsing. Und 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin Bonnie Lenz. Und sie scheitert an Steffi Bergmann. Es bleibt beim 19:8. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob sich das bewahrheitet, was du gesagt hast, dass die Mannschaften in Unterzahl etwas besser spielen, weil jetzt haben wir den direkten Vergleich Rostock in Unterzahl. Geblockt der Schuss von Töllner. Und der Ball geht viel zu weit und die Schweriner mit dem Konter. Das ist besser ausgespielt und Theresia Meissner versenkt sich jetzt zu ihrem 8. Treffer in dieser Partie 20:8. Und das war ein schönes Kreisanspiel auf Isa Zettler, ihr 4. Treffer in dieser Partie. 21:8. 20:9, natürlich. Die erste Welle und Isa Zettler erneut erfolgreich. 5. Treffer in dieser Partie, 20:10. Und Franziska Horn mit dem Ball an die Latte. Jetzt geht es hier aber hin und her. Isa Zettler mit dem nächsten Treffer. Nummer 6 in dieser Partie, 20:11. Pure Spielfreude bei der Nummer 11 vom Rostocker HC. Ja, das gehört dazu, ne? Ein bisschen Spielgeist und Motivation musst du haben. Dann macht das ja auch irgendwo Spaß. Dann. Und dann freut sich die Mädels. Aber 3 Tore hintereinander und das waren ja auch jetzt 3 Kontertore. Einmal frei.
So könnte es laufen. Warum denn nicht immer, fragt man sich dann als Trainer. 20 zu 11 und vielleicht sehen wir jetzt mal ein wenig aufkommen, die Rostockerinnen. Vielleicht geht da ja noch was für ein gutes Spiel. Da ist eine Spielerin gefallen und Meister versucht die Lücke zu nutzen, schafft es nicht und jetzt Ballbesitz für Rostock. Und das ist schnell ausgespielt und es gibt Freiwurf für Rostock. Glück. Schwacher hat, nee, aber andersrum gepfiffen. Was war da jetzt los? Ich habe da einen Fuß gesehen. Was haben die Schiedsrichter jetzt entschieden? Das ist mir jetzt auch ein Rätsel, keine Ahnung. Aber eigentlich hätte es eigentlich in die andere Richtung gehen müssen. Ich weiß nicht. Da müsste man die Schiedsrichter nach dem Spiel mal fragen. Warum, wieso? Und das war ein klasse Abschuss von Schollack. Und Auszeit genommen durch Grün-Weiß Schwerin. 20 zu 12. Ein wenig taktisch noch gefeilscht auf Seiten von Grün-Weiß Schwerin. Sind so knappe 12 Minuten zu spielen beim Stand von 20 zu 12. Sehen wir die Schweriner in einer ganz anderen Formation. Was machen die ja jetzt genau? Also so wie es aussieht, spielen sie einen offensiven 3-3-Riegel jetzt in der Abwehr. Das schien nicht so ganz erfolgreich. Lisa Traub mit ihrem ersten Treffer in dieser Partie. 20 zu 13. Warum sollte man so jetzt so offensiv spielen? Also ich denke mir mal, dass der Trainer was ausprobieren will, aber eigentlich, sage ich mal, gegen Rostocker Mannschaften ein 3-3-Spielen ist schon sehr mutig, weil sie sind ja doch ziemlich konditionell sehr gut drauf und technisch versiert. Also ich weiß nicht, ob das so die richtige Maßnahme ist, aber ich denke mir mal, weil es Testspiele sind, werden sie das erstmal versuchen, einige Deckungsvarianten zu probieren. Ja, und vorne weiterhin erfolgreich, 21-13 erzielt durch Theresia Meissner. Und wann spielt man denn, man sagt jetzt mit Testspiel, man probiert das mal, wann setzt man sowas ein, so eine 3-3-Deckung?
Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel starke Mannschaften hast, die zwei, zum Beispiel zwei oder drei gute Aufbaustrückraumspieler hat, dass du die gleich konsequent aus dem Spiel nimmst. Weißt du, und wenn dann kannst du, gehst du halt drauf auf die Leute und sie können dann nicht, sag ich mal, aus dem Lauf ihre Tore machen von hinten. Okay, jetzt wollen wir mal schauen jetzt. Die Rostocker trotz alledem rumgespielt und scheitern an Laura Fischer. Du musst noch 9,5 Minuten durchhalten, mein Freund. Und der Konter erfolgreich abgeschlossen durch Lisa Traub, 21-14. Schön freigespielt, Juliane Schiller mit ihrem vierten Treffer, 22-14. Und Isa Zettler mit ihrem bereits siebten Treffer in dieser Partie, 22-15. Und auch da schön durchgesetzt. Jetzt 22-16. Und jetzt hat Schwerin durch ihre offensive Deckung so ein wenig den Vorsprung aufgegeben. Deswegen sage ich ja. Ich denke mal, er will testen, mehr verschiedene Deckungsvarianten. Weiß er nicht, vielleicht will er die nächste Saison auch mal im 3-3-System spielen. Man kann ja auch so.